Ja, ich bin gerade ein bisschen unsichtbar, weil ich mir hier. Ich wollte mir noch kurz eine Schaufel machen, damit ich hier ein bisschen. So, Huber, Huber, Huber. Hallo, hier hinter dir. Hallo. Oh, da. Bonjour. Hallo, Timsche. So, zeig mal deine Entdeckung. Hier, da ist voll die Dings da und so. Oh, was ist denn das für ein komischer Baumkäse? Weiß nicht, sieht tot aus für mich. Kannst du mal Sammel mal ein. fällen und Ich habe dann. nämlich keinen Platz Oh, mehr. jetzt bin ich im Loch. Jetzt bin ich im Loch. Oh, okay. Ich bin im Loch und jetzt bin ich drin. Macht es Sinn, da reinzugehen? Weiß nicht, ich sehe überhaupt nichts und ich habe keine Fackel. Okay. Es ist echt dunkel. Okay, müssen wir uns mal merken. Vielleicht gehen wir da ja mal irgendwann rein, Da können wir oder? explorieren, ja, sobald Ja, wir mal ja. irgendwann in, wie gesagt, 37 Jahren oder so unsere erste Pickaxe Fäll doch mal haben. diesen Oh nein, anderen. jetzt habe ich hier, oh nein. Oh Gott. Ach, ist nicht so dramatisch, Na Käse. gut, ja. Ist nicht die ganze Höhle überschwemmt. Fäll mal diesen kleinen Baum, der sieht ja auch witzig aus irgendwie. Vielleicht ist das, was ist das, Tabak oder so vielleicht? Nee, das ist ja kein Baum, ist ein Strauch. Mal gucken, was es ist. Mann, nee, fällen. Naja, du hättest vielleicht. Naja. Weiß nicht, es ist gar nichts. Ist gar nichts. War das ein toter Baum? Naja, also dass er tot war, das hat man ihm ja wohl angesehen, oder? Und wieso, du hast ja gesagt, fäll mal den Baum. Ja, aber ich meinte natürlich vorher mit Abernten. Ne, das habe ich schon probiert, glaube ich. Ich Ach glaube, es so. ging nicht. Es ging nicht. Ja, So. keine Garantie, aber ich glaube. Okay. So, wie kommen wir jetzt nach Hause? Ganz einfach. Wir Quer müssen von durch. dir aus gesehen nach links laufen. Ja, hier ist irgendwie so, hier geht es ein bisschen durch, oder? Ja, da gehen Irgendwo. wir mal durch. Folg mir mal, Käse. Ja, ich folge unauffällig. Ein Stein. Dich nehme ich noch mit. So, oder geh mal voraus hier in die Richtung. Oh, Steine. So. Wo sind wir denn hier? Waren wir hier schon mal? Kann mich nicht erinnern. Nein, hier direkt waren wir noch nicht. Aber da oben ist der Berg mit dem Baum, siehst du? Der Berg mit dem Baum. Oder, naja, da sind viele Bäume drauf, ehrlich gesagt. Okay. Oh, was ist denn hier? Anderes Biom. Anderes Gras auf jeden Ja, ein Fall. bisschen, ne? So, brennst du lang? Woanders lang. Naja, ich dachte, hier wäre irgendwie ein Eingang oder so. Aber es ist nur ein Kreuz, das in die Wand gekarft ist. Na dann. So, brennt irgendwo unsere Fackel? Siehst du unsere Fackel leuchten? Ach ja, aber hier ist ja unsere Gegend, Hier ne? müsste doch irgendwo der Kohlehügel sein, oder? Ja. Hä? Mich hier verhakt. So, jetzt gib mir mal ordentlich, gib mir mal 10 Ah ja, Beef hier oder so ist der hier. Kohlehügel, Ich will hier ja. so ein Wolf-Käse. Ich will einen Hund. Ach, herrje. Hast du ja jetzt ohne Ende, oder? Da ziehst dir rein. Oh, ich bin voll. Warte, ich muss noch irgendwas wegwerfen. Was werfe ich denn weg? Einen Stein. Nee, ich habe so einen Knochen. Oh, vielleicht kann ich den mit dem Knochen. War das nicht mit Knochen? Ich habe wirklich keine Ahnung, wie gesagt, Tilde. Ich weiß es nicht Mal mehr. her. Magst du einen Knochen? Hm? Oh ja, die mag einen Knochen. Guck Hä? mal. Sie hat ein rotes Halsband oder Ja, was? jetzt ist sie ja ge gezähmt. Jetzt gehört sie zu uns. Echt? Ist jetzt dein Wolfshund? Ja, ich Hundewolf? weiß noch nicht mehr, wie der Befehl war, dass er uns folgt. Oh, jetzt ist er. Doch, jetzt ist er gezähmt. Okay, dann kriegt er noch was zu essen. Da. Bling, bling. Wie war nochmal der Befehl, dass der folgt irgendwie? Das weiß Weiß ich nicht nicht, die mehr. Katze macht es automatisch, oder? Ja, kann sein. Aber irgendwie konnte man die Katze doch hinsetzen lassen oder so, ne? Ja, stimmt. Habe ich vergessen, wie es ging. Oh, guck mal, hier ist fast alles bewachsen. Okay. So. Gehen Da wir ist mal ein ins Haus. Zombie. In unser wunderschönes Haus. Ja, auf jeden Fall. Ach, der Wolf hier, guck mal, wie praktisch. Was frisst denn den Zombie Ja, an? hat den gleich mal ordentlich gebissen. Sehr Jetzt aber brav, nicht hier sehr das Rotten brav. Flash essen, gell? Nein. Obwohl ich glaube, den Wölfen macht das nichts aus. Okay, na dann. So. Ach ja, Zombie auf dem Dach. Harty, komm. Timothy, guck mal, wir haben Besuch. Besuch. Und wir Ja. haben gar nichts vorbereitet. Nein, Keine nein. Schnittchenplatte. Nein, überhaupt nichts. Du lieber Heidenei. Gott. Das Ja, ist dann muss nicht ich mal gut. ganz geschwind hier ein bisschen Fleisch grillen. So. Oh, wir müssen in unseren Slusen gucken. Oh ja, guck du mal das Lucen. Oh, ich bin auch total hungrig. Erstmal schnell was gefuttert. Was machst du, Käse? Ich bin hier am Grillen. Ach so. Ich grille. Mach doch noch ein zweites Lagerfeuer, oder? Dann geht's Ja. so ein bisschen schneller. Die ist leer.
Oh, da haben wir Flawed Opal. Ach, immer dieser Schrott da. Den wollen wir nicht. Oh, jetzt habe ich noch irgendwo hingeworfen. ich bin total voll, das ist nicht gut. Naja, dann leg doch mal, komm doch mal her und mach hier irgendwo ein Holzlager. Oder du kannst auch hier an der Wand ein schönes Holzlager anlegen. Hä? Hier irgendwo meinst du? Ja, hier so, da. Stimmt. So, wie mache ich denn das? Hier Shift und Linksklick. Ach so. Oder Rechtsklick? Rechtsklick. Ah, ja, gut. So, okay. Jetzt kannst du die B füllen, ne? Die guten Stücke. So, ach so, ich kann die auch befüllen, indem ich... I see, I see. Okay, so ist es direkt voll. Und du auch hier mal up, voll. Okay, wunderbar. Kann man die auch übereinander stapeln? Ach ja, ist ja praktisch. Oh nein, jetzt habe ich es falsch gemacht. Ja, jetzt habe ich es falsch gemacht. So, du wieder hierher zu mir. Na, Harty. Ach, die Kleine, da folgt sie mir irgendwie. Ja, jetzt ist er glücklich, dass er Holz-Tim. Ja, ja. Du bist noch fleißig am Köcheln, oder was? Ja, Gott, das geht ja noch 7 Jahre, bis ich hier das Zeugs durch habe. Ja. Okay. Und der Sand, der braucht auch seine Zeit. So, voll. Voll. Wow. Voll. Oh nein, nicht ganz. Und hier auch nochmal voll. Wow, was wir Holz haben, Käse. Diese Segoyas, die haben es echt gebracht. So, da könnten wir wirklich nochmal ein größeres Bauprojekt auch in Angriff nehmen. Immer noch voll mit lauter Holz. Ach, schon wieder. Ich nase. Was dann? Schon wieder verbaut. Ja, ja. Verholzt. Ah, jojo. Harty, nicht im Weg rumlaufen. Ah, du Kleine. Da. Oh, jetzt hast du dir wehgetan. Oh, das gibt aber erstmal ein Stück. Das gibt ein Stück. Da. Heiz nicht das ganze Fleisch an den blöden Hund, Timsche. Das ist nicht der blöde Hund, das ist der Harty, das ist der Familienhund. Familienhund. Oh mein Gott, wir sind keine Familie, Tim. Ich könnte aber vielleicht irgendwann mal eine gründen und dann wird Harty der Familienhund. Okay, verstehe. Harty, der Familienhund. Ah, Jesus, der Sand ist schon Dark Red. Stufe 4 und er ist immer noch nicht geschmolzen. Oh Gott, ey, das nimmt ja gar kein Ende hier. Ach, ich hab's schon wieder falsch gemacht. Ich lerne aber auch nicht dazu. Ich bin echt lernresistent hier. Lern- und beratungsresistent. Absolut, ey. Mir kann man alles verkaufen. Dafür ja. Dafür verstehe ich's dann aber auch nicht. War immer schon so, wird immer so bleiben. Ja. Deswegen schätze ich dich so, Tim. Ja, das dachte ich mir schon. Oh, da hopst jemand um mich rum. Oh, da freut sich jemand. Na, du Kleine. Was geht? Hopst du gerne, oder was? Hä? Hoppst du gerne. Sehr schön. Und jetzt den Kopf ab in den Holzstapel gesteckt hier. Tim, ich glaube, wir können den Sand nicht einschmelzen. Nee, brauchen wir Holz mit höherem Brennwert. Ja, oder halt doch die Forge. Also, guck's dir an. Der ist halt auf Dark Red 4 Störne und der geht einfach nicht mehr. Er wird einfach nicht heißer. Hm. Haben wir denn hier noch anderes Holz? Du ja, gut, brennst den ja auch mit Segoya, ne? Vielleicht ja, ja, ich hole jetzt mal hier White Elm und ein bisschen, Na, Harty? Da ist jemand glücklich und zufrieden. Ja, mit Harty. Was mache ich denn? Guck, jetzt sitzt sie, Käse, sie sitzt. Juhu, wie hast du das gemacht? Rechtsklick drauf. Ach, sieh an, gute Harty. Also probieren wir es mal mit ein bisschen Spruce. Ob Spruce besser ist, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es einfach die Grenze. Ja, doch, Spruce scheint einen höheren Brennwert zu haben. Ach nee, das ist Segoya. Spruce. Also der Hebel, also der, ne? Dings da nicht Hebel. Die Anzeige hat sich nicht verändert. Chestnut. Muss der voll sein, um seine. Nee, nee. Das glaube ich nicht. Esche verfeuern. Esche? Die Esche. Ehrlich, aber Esche wissen wir noch gar nicht, was wir daraus bauen können. Also wie die Planks aussehen und so. Ja, das stimmt natürlich. Nicht wahr? Holztimsche. Hm. Komm. Komm, Harty, komm. So, le. Na, da haben wir ja schon einiges geschafft heute, Käse, oder? Ja, das war ohne Element. Oh nein, oh nein, oh nein.
Oh, er ist böse mit mir. Nein. Er ist böse auf dich. Ja, aber er ist irgendwo abgestürzt oder so. Nicht, dass der unseren Holzstapel hier verholzt. Wo bist du? Okay, ach, da bist du. Ich bin da am Table, ja, genau. Oh, schöner Holzstapel. Und wir haben, ach, so ein Sack. So einen kleinen explosiven Kerl bei uns in den Sprucen. Kein Wunder, dass da nie was drin ist. Ich glaube, die Creeper klauen. Ach so, du meinst, die zocken, die Schweinchen? Ja, ja. Das stimmt. Ist ja ein Skandal auf höchstem Niveau mal wieder. Also jetzt müsste eigentlich, dieser Holzstapel müsste jetzt auch nach draußen. Ne? Also was will ich eigentlich hier? Ah ja, sieh an. Hast du den Helm gebaut? Da, guckst du. Wow. Hol ihn dir. Lass ihn dir. Ah, kacke. Drück ihn wieder. Ah, so. Oh, ich hab einen Helm. Den setze ich gleich mal auf. Ja, denn wir haben ja jetzt ordentlich viel Leder halt und so. Ah ja, ne? von den Kühen, ne? Wir können uns jetzt Leder rüsten. Sehr gut. Irgendwie. Die Sonne geht auch schon wieder auf, ne? Ja, fünf morgens. Das 5 Uhr morgens, gute ja, ja. Zeit, ja, absolut. Ich gucke nochmal nach unseren. Oh. Ah, Mann, ich bin auch zu voll, jetzt ey. Ist da so ein blöder Creeper, ey, das gibt's doch gar nicht. Der soll jetzt bloß nicht unsere Dinger sprengen. Wie mache ich das denn? Vorbeirennen? Ah, ne, er kommt schon. Na, dann komm mal her, Creeper. Komm mal her. Und lass Harty in Ruhe. Nein, Harty, geh weg von dem. Der ist gemein. Oh mein Gott. Ha? Harty wird jetzt sterben wahrscheinlich. Oh, Harty hat sich verletzt. Oh no. Was machen wir da? Aber nur ein bisschen, glaube ich. Faint Red. Verdammte Axt. Ach, Flawed Jasper. Ah, ja, ist ja auch nichts mehr drin. Wie sollen die denn jetzt noch mehr produzieren, ne? Schwierig, ja. Ja. In der Regel schwierig. Naja, einen so. Habe ich noch. So, immer noch jede Menge. Kram. Ach so, halt mal, hier hatte ich doch noch. Wir haben doch hier noch mehr Leder, oder? Das weiß ich. Ah ja, doch, genau, guck an. Haben wir. Sehr schön, ja. Hör mir. So, was will ich? Wie heiße ich? Wer bin ich? Was mache ich hier? Vergessen. Vergessen. Ab ins Häuschen. So, ich habe doch hier noch genau. Ich muss mal mein Inventar ein bisschen aufräumen. Ich bin auch wieder echt voll mit Kram hier. So, Sand. Oh, du bist voll gerüstet, Käse. Wow. Ich kann uns gar nichts mehr passieren bei unserer nächsten Expedition. Ja, ich mache dir jetzt hier auch noch. Eine haben wir auch dabei. Hm? Da. Ham. Da ist er aus dem Fenster gerannt. Hast du es gesehen? Nee, aber hier, lass dir schmecken, das Ding. Okay, das ziehe ich an. Zack. Wow. Sieht man meine Sonne gar nicht mehr. Deine Sonne? Ach so. Deine wunderschöne Sonne. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber... Kommst du wieder rein, Harty? Hm? Kommst du wieder rein? Oh, da stellst du die Ohren auf. Oh, da stellst du die Ohren auf. So. Du und dein Hund... Ja, Hund, muss sein. Der beste Freund des Menschen. Gibst du mir meine Hose, bitte? Ich habe die versehentlich in die Landschaft geschmissen. Hast du Danke. Sie? Ja, ich habe sie. So, jetzt sind wir halt voll einheitsbraun. Ne? Ja, jetzt blöde. Kann man uns gar nicht mehr unterscheiden. Nee, überhaupt nicht. Okidokli. Naja, gut. Ja. Ich denke, wir haben heute eigentlich mal ganz ordentlich was erreicht, oder? Ja, Tagwerk erledigt, würde ich sagen, oder? Ja. Gut, ja. Dann hören wir jetzt auf, füllen die Sprucen nochmal. Slucen? Ja, genau. Oh, Harty kann der hier. Hä? Harty rennt deine... Oh! Ins Wasserfalle. Was, der rennt in meinem Beet rum, oder was? Nee, schön am Rand nur. Ach so, okay. Brav hast du das gemacht. Brav. Ich habe auch das halbe Rind schon an Harty verfüttert. Aber ja, das denke ich mir, ja. Dass du das machst, ja. Wie üblich, ja. Ich gehe jagen und du verfütterst es an den Hund. Ja, auf jeden Fall. Hilfe! Ja gut, Timsche, dann, ne? Ja, würde ich sagen. Nächstes Mal vielleicht bauen wir mal einen ersten Stock oder wir gucken mal, was auf den Segoyas, wie die aussehen oder so. Vielleicht können wir da ja unser Haus in einer schöneren Farbe und nicht in so einem Stein... Zeitpuffrot irgendwie bauen. Genau. Müssen wir mal gucken, was wir da so mit anstellen. Ja, ja. Ja. Und dann schmelzen wir ein bisschen ein und vielleicht reicht es ja in der Tat für die erste Pickaxe und dann gehen wir mal in die Schlucht da und dann hoffentlich für... Oh je! Jetzt hat er sich geschüttelt. Ja, hat schön den Garten ein bisschen gedüngt. Bist du wieder trocken, Harty? Gedüngt und trocken? Gewässert. Hm? Okay. Komm mal her, Harty. Komm mal her.
Oh, da freut sich aber jemand. Ich mach mal dir die Tür auf. Komm mal her. Komm mal her. Ja, hol sie mal rein und dann. Ja, ja. Komm mal mit. Wenn ich so auf die Uhr gucke, ist es bestimmt 9.36 Uhr und damit Schlafenszeit. Meinst du? Oh, da schüttelt sie sich. Na du? Na du? Gut. Also, Timsche. Ja? Gute Nacht, Harti. Nacht, Käse. Gute Nacht, Timsche. Wuff, wuff. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Timsche, Käse und die Harti. Ja. Wuff. Ja. Tür zu. Tschüss.